Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. So, wir waren jetzt beim Müller Simon gewesen, hatten uns da den Auftrag abgeholt und dann auf dem Rückweg hat man ja das Lager wieder aufgeräumt. Mal ein bisschen Ordnung geschaffen. Eigentlich müsste man noch mal hin den Rest da wegholen. Jetzt habe ich aber Hunger. Das können wir auch gleich machen, aber als erstes machen wir mal was essen. Genau. Okay, Radieschen. Ja. Okay. Ist aber nicht so schlimm. 72. So ein bisschen Knoblauch, ne? Ey, der macht ja gar nichts satt. Okay. Okay, wir haben ja mal weggegessen hier, was? Aber wir haben noch mal Zeit, ne? Aber jetzt bin ich hier mal so richtig fit. Fit wie ein Turnschuh. Okay. Oh, Hund, was machst du denn hier? Der jetzt. Da ist er doch. Komm, Pferdchen, komm her. Schön, wie du da rauskommst. Ist immer nett, ne? So, wir wollen erstmal zu dem Knilch hier. Wo ist der denn? Da. Dem Knecht Amulett bringen und dem Nikodemus muss man mal hier mal die. Der Knecht. Im Garten noch, ne? Und zum Nikodemus mit dem Kräutern, das müssen wir noch melden. Die Rückmeldung machen. Okay, das Nest tun wir uns nachher auch mal irgendwann. Aber jetzt muss ich erstmal hier zu dem. Das hier in dem Garten müssen wir uns auch noch mal umgucken, ne, Bauergehilfe? Was benötigst du? Ah, ich nix. Ja, hast du den Beutel. Hier hast du den Beutel des Bauern. Sehr gut, danke. Er wird durchdrehen, wenn er es bemerkt. Und kein Auge mehr wird er zutun, bis er ein neues Amulett hat. Er denkt, dass er es zum Schutz gegen Flöhe und Läuse braucht. Ach, das ist nicht so schlimm. Und jetzt mal gucken, was gibt's denn sonst noch? Ich bin immer auf der Suche nach Arbeit. Was hast du noch? Als ich für den Bauern gearbeitet habe, habe ich mich in seinem Markt verguckt. Nur hat sie einen anderen, einen Tuchhändler. Der beschenkt sie und dagegen komme ich nicht an. Klau den Schal, den sie von ihm hat. Was hast du denn mit dem Schal vor? Ich juble ihn wem anders unter und sag dem Tuchhändler, dass sein Liebherzchen seine Geschenke nicht wertschätzt. Er ist eifersüchtig und wird durchdrehen. Ja, ja, das machen wir. Klar. Das ist zwar nicht nett, aber was juckt mich das? Wie viel ist dir die Sache wert? Keine Sorge. Ich bezahle dich mit Groschen. Alles Gute. Ja, wo ist denn das Mädchen? Mal gucken. Treibt sich das rum? Ach, da auch im selben Haus. Na, okay. Okay, das ist was für die Tage, irgendwann zwischendurch. So, ich glaube, da kann man noch einen Ausgang, ne? Da kommen wir raus, meine ich doch. Wir müssen hier noch den Garten noch abernten. Also, das, was da aberntbar ist. Aber das machen wir erstmal, wollen wir mal zum Nikodemus. Wie läuft der denn? Mit dem los? Mit dem los. Ach so, ich muss mal zu dem hier. Kurz mal eben vorbei.
schauen, ob der schon wieder Geld hat. Dem können wir auch mal hier hin. Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Ach, mit dem können wir nur handeln. Alles Gute. Der hat aber nichts. Weder Geld noch Ware. Ne? Ist doch gut, oder? Wollen wir mit dem mal reden. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ich suche nach Bruchstücken. Der Schmied aus der Stadt ist hinter den Bruchstücken des Schwertes einer gewissen Königin von Saba her. Ein Pilger hat sie vor kurzem verkauft. Ich weiß nicht, aber er hat Pech. Er hätte zuschlagen sollen, dass er die Möglichkeit hatte. Ich habe meines immer dabei. Es bringt Glück und steht nicht zum Verkauf. Nicht einmal... Nicht mal für das Gold des Königs. Wie sieht das denn bei dir aus? Du hast auch nichts. Wo ist dein Geld geblieben und deine Ware? Kann man dir ja gar nichts abkaufen. Ist aber schlimm. Schmied, der keine Ware hat. Na gut. Aber okay. Ja, er hat es immer bei sich. Das ist Taschendiebstahl, heißt das. Also immer in der Tasche. So, jetzt mal hier in das Kloster rein. So ein bisschen müssen wir uns jetzt hier mal umgucken. Aber erstmal zum Nikodemus. Der Bruder Pförtner, mit dem kann man ja eigentlich auch noch mal reden, ne? Bei Gelegenheit. Ich muss mir ja sowieso langsam mal hier anfangen. Waschen ist immer gut. Können sich nie zu oft waschen. Also mal eben dem hier mit dem erzählen. So, ich habe mich um das Unkraut gekümmert, nicht, dass es schon wieder neu gewachsen ist. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Bislang ja. So. Nicht ein Blatt vergeudet. Freut mich, das zu hören. Ich werde mich selbst überzeugen. Alles Gute. Na, wann gehst du denn? Los, hau ab. Achso, ich wollte mal eben mit dem noch mal mit dem reden. Lass uns handeln. Hat er irgendwas? Gott behüte dich. Schatzkarte 4, die habe ich schon, ne? Wieso hat er die denn wieder? Kriegt ihr die dann neu? Traum des Höhlenpilz. Apropos Höhlenpilz. Ja. So, jetzt marschier mal los. Kann nicht schlafen. Der schon wieder. Ja, geht nicht. Kann dann mit dem nichts geben. Mehr. So. So. Können wir schon mal ein bisschen umgucken. Das ist der Nikodemus, glaube ich, der da hinüberläuft. Wo ist denn der Pförtner hin? Schauen wir mal kurz, was hier ist. Moment, ist das hier leer? Nichts drin. Das ist das wohl. Nichts los hier. Langweilig. Wo ist denn der Bruder Pförtner hin? Mhm. Ist das, wo der schon mal geschlafen hat? Hier kannst du sogar aus dem Topf essen. Zwischendurch. Nichts drin. Ey Hund, mach nicht so einen Krach hier. Da ist doch der Bruder Pförtner. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Ich komme da schon rein. Na gut. Man hat mich aus Thalmberg hierher entsandt. Ich soll mit dem Bauverantwortlichen sprechen. Also mit dem Baumeister oder mit dem Klostermeier.
Weswegen genau bist du denn hier? Es geht um die Steinblöcke für den Bau. Ah, dann betrifft das die Vorräte. Sprich mit dem Klostermeier. Er weiß am meisten über diese Dinge. Sein Studierzimmer liegt mehr oder minder genau über uns. Geh links die Treppe hinauf und lauf dann fast den ganzen Weg in diese Richtung zurück. Ja, okay. Alles Gute. Ja, dann war's schon. Sam. Ach, da ist er ja. Nikodemus. Schon wieder. Okay, dann können wir mit ihm sprechen. Oh. Das hat nämlich den Vorteil, wenn er das... Oh. Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du bist ein guter Junge. Besser hätte ich es auch nicht erledigen können. Ein wahrer Kräuterkundler. Dumm. Hier ist deine Belohnung. Du hast sie dir verdient. Alles Gute. Groschen. Ja, ja doch. Ist ja gut. Das geht doch, glaube ich, noch weiter. Brauchst du noch Hilfe? Wissen über pflanzliche Heilmittel ist immer eine nützliche Sache. Hör zu. Wir haben einige neue Brüder hier, die mir mit den Verwundeten helfen sollen. Aber nicht alle kennen sich so gut mit Kräutern aus, wie ich es gern hätte. Sie brauchen Unterstützung. Ich bin kein guter Lehrer. Du sollst ihnen auch nichts beibringen, sondern mir beim Zusammenstellen unseres neuen Herbariums helfen. Bring mir sämtliche Kräuter, die im Alten erwähnt werden. Ja, okay. Das klingt einfach. Bin gleich zurück. Sei nicht zu sicher. Manche Kräuter sind scheue kleine Dinger, die sich gern verbergen. Wenn du von jedem eines gefunden hast, komm zu mir zurück. Und noch etwas. Bring mir irgendein altes Buch. Wir kratzen die Tinte ab und nutzen die leeren Seiten für das neue Herbarium. Ein altes Buch? Also gut. Ja, schön. Das geht. Können wir alles machen. Später. Gott sei mit dir. Ruhe. Oh. Ist ja schlimm. Und? Sollst nicht bellen. Mohn haben wir schon einen. Okay. Ja, das ist mir schon klar. Feiner Hund. Vor allen Dingen das Gute so an der ganzen Geschichte ist, ich kann jetzt seinen Garten abgraben. Ja, ich. Kann jetzt den Garten endlich abernten. Mit dem kommen wir eigentlich auch noch dazu zu sprechen, ne? Augentrost, das ist doch eigentlich eine Wonne hier. Wollte ich schon immer. So, Hündchen. Platz da. Die wird jetzt erstmal ganz aufgeräumt. Wie ich mir das vorstelle. Garten, ist noch Minze. Können wir auch noch alles weg. Brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber egal. Hinten in der Ecke steht, glaube ich, noch was, ne? Ja, nicht, aber da. Was übrig? So. So. Ne, hier ist jetzt nichts mehr. Wermut. Kümmern wir auch noch. Auf der anderen Seite ist auch noch reichlich Wermut. Ne, dann nehmen wir mit. Jetzt muss ich noch Brennnesseln sammeln, rein theoretisch, nee, aber nur theoretisch. Praktisch aber nicht. Holen wir uns lieber mal aus der... Oh. Nee, machen wir nicht. Ist hier vorne noch Wermut? Nee, die Brennnesseln sammeln wir nicht. Ich meine, hier wäre noch mehr Wermut. Nein. So. Wieso liegt da ein Schädel? Ich muss mal mit dem Klostermeier reden. Wermut nehmen wir mal mit. So, jetzt haben wir genug. Reicht. Ja.
Das Pferdchen holen wir nachher. Ist mir jetzt zu lästig, da immer wieder aufzusteigen und abzusteigen. Ich will nur mal irgendwas gucken. Was ist die Kiste jetzt von der... Ist egal. Gehört dazu, dass ich... Mal zu dem Klostermeier. Naja, ist nicht offen. Gucken, ist ein Bett. Schlafen und speichern, sieht gut aus, ne? Oh. Mal was gehört hat. Oh. Also ein teures Goldkreuz. Das ist gut. Sonst noch was zu klauen hier. Und nicht lesen. Na gut. Liste. Gut, dass ich da mal reingeguckt habe. Bei 650 für ein Goldkreuz. Das ist irgendwie doof. Die viel zu viel Sachen verschlossen sind. Oh. Wieso ist denn der Klostermeier nicht da? Wo ist der denn hin? Geht nicht. Hä? Wo ist der? Okay. Hallo, Klostermeier, wo bist du? Da hinten? Wo ist das der Pförtner diesmal? Der Hund denn hier von Krach hier? Feiner Hund. Ich müsste mal ins Badehaus und die Klamotten sind wieder richtig schön machen lassen. Wieso habe ich überhaupt die Klamotten an jetzt? Fällt mir gerade ein. Die lassen wir an. Sollte ich aber irgendwelche Schuhe anziehen, ne? So, jetzt haben wir aber ziemlich viel Sachen hier.
Okay. Die sind schon nicht mehr als gestohlen. Die lasse ich hier. Das Buch ist, kann ich vergessen. Die lasse ich auch erstmal da. So, es reicht doch hier. Charisma 14, das ist doch soweit okay. Ist er jetzt da oben? Wieder aufgetaucht, der Klostermeier? Ne. Gucken, man muss ja irgendwo rumlaufen. Oh, die sollen schlafen. Pass auf, Junge, sonst fällt dir noch was auf den Kopf. Ah? Du hast dir nichts verloren. Steh nicht im Weg rum. Ah? Du hast dir nichts verloren. Steh nicht im Weg rum. Hast du noch irgendwas? Pass auf, Junge, sonst fällt dir noch was auf den Kopf. Aha, okay. Ja. Leschek? Der redet nicht mit mir. Okay. Ist auch nicht der Richtige. Pass auf, Junge, sonst fällt dir noch was auf den Kopf. Wo ist denn jetzt der Klostermeier? Suche ich. Finde den nicht. Ist hier irgendwo. Hier ist keiner. Muss nachher mal gucken. Irgendwo ist der. Darf ich hier rein? Mit dem reden, ne? Hey, du! Was wird das hier? Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich muss mit dem Klostermeier erstmal reden, aber ich muss ihn erstmal finden. Warum der nicht da ist. Vielleicht zu spät, Flur, aber. Ja. Könnte sein, dass das heute nichts mehr wird. Okay. Dann weiß ich was. Das Pferd ist nicht so wichtig. Ach so. Ich will was gucken. Komm mit, Hund. Ich will nur mal eben was gucken. So. Durchkommen. Da nicht. Guck mal. No. Ist auch nur ein Weinberg, ne? Bringt mich nicht weiter. Ich kann doch was gucken. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Bin ich auch noch irgendwo dann. So, jetzt machen wir uns erstmal da an den Garten ran. Grasen den ab. So, dann machen wir lieber zu Fuß. Dann brauche ich zwar nicht das Zeugs hier, das eine. Hier, das brauchen wir eigentlich nicht. Sind wir trotzdem alles sammeln. Hier hinten ist, glaube ich, nichts mehr.
Und hier in dem Gartenbereich war nichts, nur das nur hier im vorderen. Ja, das ist noch nicht. Das ist interessant hier. Zack. Okay, das nehmen wir auch mit. Weil das ist eben einfach so einen Garten mal eben absammeln. Ups, springen wir mal ein bisschen rum. Er ist nicht, hier nicht, aber hier. Einmal alles weg. Es gibt Mengen an Münze. Es gibt aber zwei Münzen. Da ist noch einer. Zack. Alles hat gute. Hier ist nichts. Da sind noch Ringelblumen. Ich glaube dann alles. So. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich in der richtigen Richtung schieße. Wo ist er jetzt hin? Blöde Nest. Ich glaube. Das liegt irgendwie so. Was ist denn das jetzt? Sehe ich jetzt nicht. Das hat er eben gesehen. Ich kann es aber untersuchen, wenn ich hier stehe. Okay. Alles klar, hat sich auch erledigt. So. Die können wir nehmen. Jetzt haben wir das. Was fehlt denn eigentlich noch? Jetzt können wir mal gucken, was unten noch fehlt. Questlock. Das neue Herbarium. Also. Brennnessel, Löwenzahn habe ich noch nicht. Salbei fehlt noch. Einbeere. Eine Einbeere, weiß ich nicht, ob die hier gibt. Mohnmütze, Kümmel, Johanniskraut, Regenbogen, Distel, Kirsche, Wermut. Ein altes Buch, Baldrian. Ja, ein Buch muss ich noch holen. Vernünftiges. Ich kann nicht eins vermeiden, die ich habe. Also. Kamille. Salbei. Okay. Das ist aber auch kein Thema. Auch hier ist nur Augentrost. Ich dachte, na gut. Das haben wir jetzt aber auch. Pferdchen, komm mal her. Ich glaube nicht, dass nie so früh schon hier Leute sind im. Warte mal, Waffen. Das macht aber nichts. Ach, das ist mal ausgerüstet. Okay, kann man. Das ist okay. Die sitzen immer noch da. Wollte noch das restliche Zeugs da abholen. Dann noch in eine Kiste reingeschmissen habe. Ja. Können wir mal beeilen, ne? Nur ein bisschen aufpassen jetzt. Ich habe keine Rüstung an. Aber ist nicht so schlimm, glaube ich. Die sind auch nicht so dolle da. Falls. Ich glaube aber nicht, dass so schnell da einer wieder da ist. Dass die neu spawnen. Na, hätte ich Pech gehabt. Ich habe ja immer noch hin noch den Hund mit, ne? Und knurrst du schon, Hund?
Können wir nochmal alles nehmen. Zack, haben wir. Kann man das nämlich auch machen. Braucht sich dann nicht beschränken oder so. Kann immer ordentlich. Okay. Können wir aber bald schon eine Fackel nehmen, ne? Vor allem bevor wir ins Dorf reingehen. Da müssen wir wieder Nachtaktivitäten machen. Achso, ich wollte eigentlich. Ja, eigentlich stimmt. Waffen. Ach, die Fackel ist sogar hier ausgerüstet. Da können wir sie ausrüsten. Okay. So, dann machen wir mal eben, was wir hier zu viel haben. Zu viele Sachen hier. Rüstung brauchen wir, glaube ich, nicht. Doch. Ach, dann machen wir sonstiges. Ah, sonst haben wir das. Ah, siehst du, so ist das schon. So, die Lehrbücher kann ich aber nicht nehmen für diese Klamotten, aber deshalb machen wir was anderes. Deshalb gehen wir jetzt irgendwas gucken. Hier war der Dingsbums. Wir müssen hier irgendwo. Hier war irgendwo so eine Hütte. Okay. Ja. Ist ein Waldgarten und da eine Hütte. Jetzt müssen wir die gucken, dass wir die finden. Ist im Dunkeln ein bisschen doof jetzt. Ach, ist jetzt echt blöd. Dunkel werden lassen. Da ist der Pfad. Das meine ich doch, dass es da einen Pfad hingibt. Aha, okay. Falsch hier, oder? Wie habe ich das? Hat sich zu wenig. Eine doofe Idee, irgendwas im Dunkeln zu suchen. Noch mit dem Pferd.
Na gut, vielleicht finde ich es aber trotzdem. Jetzt bin ich hier an dem Jagdgebiet. Genau. Nee. Jetzt müssen wir irgendwie hier raus. Bringt, hilft mir nichts. Kann ich vergessen. Jo, dann muss man bei Tag machen. What? Jetzt hier was Falsches mache oder dran vorbeilaufe. Da haben wir noch reingegangen hier, wo der Pfad reinging. Jetzt hin. Ah, viel zu weit wieder darunter. Ich will das jetzt finden. Ich glaube, ich bin viel zu weit nach hinten, oder? Kann das sein? Aber auch wieder falsche, völlig falsche Richtung. Na gut. Tatsächlich mal bei Tag gucken, wo der Waldgarten ist. Und nicht nachts. Immerhin, ich habe ein paar Tollkirschen gefunden. Wieder mal. Nö. Komm, Pferdchen. Guck's mir mal so an hier. Jetzt sind wir hier auch wieder. Hier könnte man noch mal gucken, hier ist ein Weg. Ich meine, wäre irgendwo ein Weg in den Wald. Das ist wieder da der Weg. Da wollte ich aber nicht gucken. Den hatten wir schon. Noch ein Weg. Vielleicht diesmal der?
Der fährt nur hier längs. Der ist der, der hier oben längs geht. Ja, das ist auch nichts. Okay, dann gehen wir mal runter in die Stadt. Macht nichts. Einfach herunter. Loch gesucht. Nicht gefunden. Ist mir jetzt zu lästig. Wo sind wir denn jetzt? So Hunger und ein guter Hund bist du. So ist's recht. Ja. So, warte mal. Ich hab da, glaube ich, noch irgendwas gefunden da. Schütteln. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ich hätte, glaube ich, noch irgendwas. Ne, das war noch nicht. Nicht so. Du kriegst dein Futter, aber nicht. Wo ist der jetzt, Hund? Hund, kriegst dein Futter. So. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Sind ja nicht so, ne? Geht ja nicht darum. So, Hühnchen. Zack. Das soll doch fressen. Okay. Sind wir denn hier beim Bäcker oder wo? So, was hat hier für ein Laden? Das hat gar keinen Laden. Irgendwo in der Stadt gelandet. Na gut. Jungs. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken. Machen wir noch irgendwas Lustiges? Achso, ja, dann soll ich den Stoff stehlen. Den Schal des Mädchens. Wo läuft die denn rum? Okay. Ist jetzt die richtige Richtung? Ich denke mal. Ansonsten, nein, ja, egal. So. Hier können wir auch wieder richtig reiten. Ja, für die zwei Jungs muss ich mal gucken. Theresa sprechen oder einen anderen Müller finden. Den Müller Simon nimmt die nicht, das ist schon klar. Ich weiß auch, welcher Müller die nimmt, aber. So, schmeiß mal das Pferdchen da rein. Ah. Oh, ein bisschen zu weit nach vorne, ne? Okay. Waschen. Da sind wir ein bisschen lästig. Hündchen, komm mal her. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Warte hier auf mich. Bleib. So, bevor wir irgendwelchen Unfug machen,
Jetzt ist die Tür hier offen. Habe ich die vergessen zuzumachen? Unordnung hier überall. Ist ja nichts los. So. Warte mal, gucken wir mal eben das Pferdchen leer machen. Und die Sachen, die wir im Pferdchen haben. 1700, 0. Okay. Ein Bruch, ja. Kompositkettenmeilinger. Das kommt da rein. So. Was ist das denn hier? Inventar gelandet. Wir müssen demnächst halt doch wieder noch mal Aha, die müsste ich eigentlich noch kochen, die Eier. So. Sonstiges. Wo habe ich denn jetzt ein Buch doppelt? Ich nehme jetzt irgendwo ein Buch doppelt. Das war eins doppelt. Gut, das reicht ja schon. So. Das ist ein Buch. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, machen wir alles rum. So. Haben wir? Kamille weiß ich gar nicht. Haben wir, glaube ich, nicht, ne?
Löwenzahn machen wir auch noch ein. Okay. Mohnblume müssen wir einen nehmen. Jetzt habe ich einen zu wenig. Salbei, Tollkirsche, Wermut haben wir. Die anderen Bücher, die sind auch nur. Die Predigt kostet. Ja, ist alles das gleiche. Okay. Gut. Haben wir das jetzt komplett? Nessel. Okay, Kamille Löwenzahn. So, Questlock. Vario. Nessel haben wir, Beinwell 1, 1, Einbeere, Minze, Minze, Chamäleon, Esbraut, Distel, Dorkirsche, altes Buch, Baldrian. Ja, alles da. Okay. Dann können wir schlafen. Aber nur ein Stündchen, wie viel Uhr haben wir? Oh, ist schon. Nee, machen wir nicht. Dann schließen wir die Folge so ab. Ohne zu speichern.